Von wann ist das Album? Liebe ist. Ist schon älter, ja, auf jeden Fall. So. Alles Leben auf der Erde existiert aufgrund einer genialen Verbindung. H2O. Ist immer so schön, ne? Wenn die so anfangen, dann muss man raten jetzt. Meinen sie jetzt Kohlenstoff? Meinen sie jetzt Wasser? Ne? Meinen sie jetzt Quantenmechanik? In einem unendlichen Kreislauf zirkuliert das Wasser um die Erde und bewahrt so seit Millionen Jahren den Zyklus des Lebens. Doch der menschengemachte Klimawandel hat das System aus dem Gleichgewicht gebracht. Hinzu kommt der steigende Wasserbedarf durch Industrie, Landwirtschaft und eine wachsende Weltbevölkerung. Wir laufen Gefahr, dass unsere lebenswichtigen Quellen versiegen. Neue technische Möglichkeiten, die Natur als Vorbild und das prähistorische Wissen längst vergangener Kulturen bringen Forscherinnen und Forscher weltweit auf neue Ideen, um unser Trinkwasser nachhaltig zu schützen. Und das deutsche Forschungsschiff Sonne sticht in See, um Trinkwasserreserven bisher ungeahnten Ausmaßes zu ergründen. Jedes Jahr im Frühjahr macht sich der Glaziologe Daniel Farinotti mit seinem Team auf zum Schweizer Aletschgletscher. Unterhalb der Forschungsstation Jungfraujoch werden sie auf 3350 Meter Höhe die Schnee... Ich habe gerade Holsten hier, ne? Und Holsten ist mir zu süß tatsächlich. Hier sind auch, wenn ich hinten drauf gucke, 2,1 Gramm Zucker drin. Ich hatte den Tag, glaube ich, Jever probiert. Ich kaufe den Tag nochmal oder ich gucke nochmal auf die Flasche hinten drauf oder du googelst mal schnell, wie viel Zucker das hat. Ich hatte den Eindruck, das hat leckerer geschmeckt. Auf dem Festival letztens hatten wir Krombacher, das war auch übelst süß. Da waren auch locker über 2 Gramm Zucker drin. Also mir ist es tatsächlich lieber, wenn da weniger Zucker drin ist, weil Zucker ist ja auch ekelhaft. Und ist ja auch ein Suchtmittel. Und völlig unnötig, ne? Also, google mal schnell. Genau. Ich hatte auch auf der, ich meine auch, dass bei Jever hinten drauf stand, dass wenig Zucker hat, ne? Weniger als 0,5 ist natürlich geil, ne? Das heißt, ich werde in Zukunft aus dem Supermarkt, wenn ich das habe, dann wahrscheinlich eher das Jever holen. Und ich gucke mal, ob es noch ein paar andere gibt. Schneedicke messen. Die Gletscher der Alpen sind zentral für die Wasserversorgung von Millionen Menschen. Hier werden die großen Flusssysteme Mitteleuropas gespeist. Donau, Rhein, Po und Rhone. Ja, weil das heißt ja, hier pro Flasche sind 10 Gramm Zucker drin. Sonderlich erfreulich. Also die Gletscher der Schweiz, die verlieren momentan etwa 2% ihrer Masse pro Jahr. Nee, ich mache keinen Entzug oder so. Also ich trinke ja auch noch Bier. Morgen zum Beispiel bin ich beim Grillen eingeladen, da wird es kein alkoholfreies Bier geben. Nee, aber ich experimentiere gerade damit rum, wie sich das auf mich auswirkt. Einfach weil ich erkannt habe, dass ich so einen Placebo-Effekt, dass das für mich funktioniert. Ne? Das habe ich ja auch in meinem Talk mit Patrick gerade auch erzählt. Ne? Den hatte ich ja gestern aufgenommen. Da habe ich ihm das auch erzählt, da war die Kamera auch noch an. Ne, das ist ein Placebo-Effekt, der für mein Konsumverhalten extrem gut funktioniert. Ne, ich habe das einfach beobachtet, dass wenn ich irgendwo bin, wo ich eh gerade nicht trinken kann, weil ich zum Beispiel noch fahren muss oder so, dass das super funktioniert. Und bei mir ist das ein Ding der Konditionierung über Jahrzehnte. Und ich habe bei mir beobachtet, dass ich manchmal dieses Gefühl habe, jetzt brauche ich ein Bier. Und dann habe ich mir überlegt, okay, meistens mache ich es dann nicht, sondern trinke Wasser, aber es wäre viel geiler, wenn ich das irgendwie ersetzen könnte mit irgendwas, was nicht so toxisch ist, aber trotzdem sich wie ein Bier anfühlt. Und das funktioniert ganz gut, ne? Und ja, dieses Jever hat lecker geschmeckt. Und das Festival ging ja auch richtig gut durch, ne? Also ohne den Konsum. Und das ist auch geil, weil du bei diesen Kommerzfestivals ja unendlich viel Geld für Bier bezahlst. Das macht ja gar keinen Spaß. Da macht ja das Saufen gar keinen Spaß. Das heißt, in den letzten 5 Jahren haben wir 10% von der gesamten Masse verloren.
Die Prognosen für die nächsten 100 Jahre oder für das bis zum Ende des Jahrhunderts sind leider auch nicht sonderlich rosig. Full Force, ich war beim Full Force. Also wenn es uns nicht gelingt, die Treibhausemissionen zu senken, also wenn wir ein Szenario weiter wie bisher haben, dann würden wir hier, wo wir jetzt stehen, wahrscheinlich noch die letzten Eisreste sehen können, aber nicht mehr. Mhm. Seit über 100 Jahren kommen Forschende an diese Stelle, um dem Gletscher den Puls zu fühlen. Wie verändern sich die Schneemengen in diesem langen Zeitraum? Ja, ich mag große Festivals auch nicht. Ich mag eigentlich Festivals generell nicht so unbedingt. Aber ich bin Meshuggah-süchtig und es gibt Meshuggah in Deutschland dieses Jahr nur auf Festivals. Mit den Messergebnissen können Sie die Veränderung der Gletschermasse feststellen und genau sagen, wie viel Volumen pro Jahr am Aletsch verloren geht. Bei nachfolgenden Prognosen fließen auch globale Klimadaten ein. Und die Location im Ferropolis von Full Force ist schon ziemlich geil. In Oxford leitet Friederike Otto das Environmental Change Institute. Sie forscht zu extremen Wetterereignissen infolge des Klimawandels. Dadurch, dass die Atmosphäre wärmer wird, verdunstet mehr Wasser. Das heißt, es gerät mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Und dieser Wasserdampf kommt dann als Regen wieder raus. Das heißt, das ganze Gleichgewicht zwischen Verdunstung und Abregnen, das wir eben mit relativ stabiler globaler Temperatur über Jahrhunderte hatten, wird eben aus diesem stabilen Gleichgewicht gebracht. Das stellt eine große Gefahr für die Trinkwasserversorgung aller Lebewesen dar. Denn die Menge an Süßwasser auf der Erde ist begrenzt. Beinahe alles Wasser, das sich auf unserem blauen Planeten findet, ist Salzwasser in unseren Ozeanen. 96,5%. Der Anteil von Süßwasser ist demzufolge relativ gering, 3,5%. Davon wiederum ist das meiste in Eis und Schnee in den Bergregionen und an den Polen gespeichert. Es bleibt ein kleiner Rest von nur 0,3% der Gesamtwassermenge, der für uns Menschen als Trinkwasser zugänglich ist. Der Aletschgletscher ist der größte Eisstrom der Alpen mit derzeit etwa 22 Kilometern Länge. Durch seine immense Größe. Friederike Otto ist toll, aber sie sagt, dass das 1,5 Grad Ziel physikalisch noch immer erreichbar wäre. Ja, weißt du, Schröck, ich finde, man muss sich nicht wirklich immer an jedem kleinen Piss so aufhalten und nach jedem Unterschied suchen, nur um jemanden nicht leiden zu können. Man muss auch einfach mal anerkennen, dass Leute wirklich jetzt wirklich unterschiedlich sind. Und wenn es da Leute gibt, die im Grunde mit dir übereinstimmen, nur über eine kleine Tatsache sich nicht einig sind, dann spielt das überhaupt keine Rolle, insbesondere weil wir ja trotzdem in dieselbe Richtung gehen wollen würden. Wir würden ja erstmal alle ähnliche Entscheidungen treffen. Ob wir davon überzeugt sind, dass das 2-Grad-Ziel schon verloren ist oder nicht, ist meistens dabei gar nicht so wichtig. Heute machen sich kurzzeitige Wetterphänomene kaum bemerkbar. Der Gletscher wird damit zum Klimaindikator und eignet sich entsprechend für längerfristige Beobachtung. Im Jahr 2020, bei ihrer letzten Messung, stellten die Glaziologen eine historische... Naja, Schröck, es ist schon eine Kleinigkeit, wenn du dir überlegst, wie viele Leute es gibt, die nicht mal überhaupt über Klimawandel nachdenken. Und ich meine, sie ist ja immerhin Physikerin, das heißt, sie ist ja nicht komplett blöd. Sie wird das ja schon irgendwie sich erklären können. Niedrige Schneemenge fest. Die niedrigste seit Beginn der Messungen im Jahr 1918. Und wie das funktioniert, ist, dass wir im Prinzip zweimal pro Jahr vor Ort sind. Wir kommen einmal am Ende des Winters, also das ist jetzt, wo wir messen wollen, wie viel Schnee hat es über den Winter gegeben. Dort bohren wir also mit diesem Fernbohrer, den man sieht, bis zu der letztjährigen Schicht hinab. Das sagt uns die Gesamtmenge an Niederschlag, die gefallen ist. Wir kommen dann im Herbst wieder,
und lesen an der Stange, die aus dem Schnee herausschaut, ab, wie viel hat sich der Schnee gesetzt, wie viel ist dazu oder wie viel wieder abgeschmolzen ist. Das Team hat unterschiedliche Szenarien berechnet. Steigen die globalen Temperaturen weiter wie bisher, erwarten sie das komplette Abschmelzen der Alpengletscher bis zum Jahr 2100. 40% könnten erhalten bleiben, wenn der Temperaturanstieg bei maximal 1,7 Grad Celsius gestoppt würde. Auch dann mit entsprechenden Folgen für die Wasserversorgung. Kurzfristig steht durch die Eisschmelze zwar mehr Wasser zur Verfügung, doch auf lange Sicht wird das Gletscherwasser fehlen. Im Moment sind so die fetten Jahre des Wasserdargebot. Hingegen längerfristig, wenn sich die Gletscher dann zurückziehen und kleiner werden, dann können sie halt auch dementsprechend weniger Wasser liefern. Und wenn dieser Wasserspeicher mal verschwunden ist, dann kommt halt entsprechend weniger Wasser. Der zweite Effekt, den die Gletscher haben, ist ein Effekt, der im Verlauf vom Jahre zustande kommt. Das heißt, dort ist die Speicherfunktion so, dass im Winter die Gletscher Schnee ansammeln, der bleibt einfach liegen und wird erst dann im Sommer dann freigegeben. Das heißt, wenn die Gletscher dann nicht mehr da sind, dann fehlt im Sommer das Wasser, was im Moment durch die Schmelze zustande kommt. Im Prinzip haben dann zukünftige Sommer nur dann Wasser, wenn es regnet. Im Sommer hauptsächlich auf Regen angewiesen zu sein, scheint in Anbetracht der gehäuft auftretenden Dürrejahre in Mittel- und vor allem Südeuropa problematisch. Eine Maßnahme könnte sein, abschmelzendes Gletscherwasser in Stauseen aufzufangen und somit die Speicherfunktion der Gletscher künstlich nachzuahmen. Was, und Spiegel drüber bauen. In dieser Diskussion scheint mir auch, dass das ist so ein technokratischer Ansatz. Also man will etwas entgegenwirken, indem man irgendeine Technik errichtet. Aber die Frage bei gerade Landschaften wie diese, die gestellt werden muss, finde ich es schon auch, okay, hat denn die Natur als solche nicht auch einen Wert? Also kann man sie einfach nicht so belassen, weil sie schön ist? Also muss man in diesen Gebieten trotzdem noch etwas bauen? Und das ist halt keine Frage, auf der die Wissenschaft eine Antwort gibt im Sinne von richtig oder falsch, sondern eher eine Entscheidung, die die Gesellschaft trifft. Und ja, man sollte zumindest darüber nachgedacht haben, was man genau machen will. Die Auswertung der Messdaten hat ergeben, dass letzten Winter so viel Schnee gefallen ist wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Eine gute Nachricht, aber keine Trendwende. Das Schmelzwasser vom Aletsch und vom Rhone-Gletscher erfolgreiche Zone sein kann. In Niedersachsen wird mit 86% überdurchschnittlich viel. Hallo Baba und hallo Babas Freunde. Wir gucken heute was über Trinkwasser. Wir gönnen uns wie immer die ordentliche Portion Dystopie, ne? Entweder es geht bei uns heute um Kohlenstoff oder es geht um Wasser oder es geht um beides. AKA Klimawandel und so. Wisst ihr Bescheid. Was darunter liegt, zu erforschen. Das Ziel des Schiffes ist Malta. Vor der Küste der kleinen Mittelmeerinsel wollen die Forschenden des Geomar-Zentrums in Kiel gemeinsam mit maltesischen Kolleginnen und Kollegen ihre Technologien einsetzen und möglichst viele Daten sammeln. Sie gehen dabei einem globalen Phänomen nach, das vielen wasserarmen Küstenregionen helfen könnte. Schon in der Antike ich ertrage den Sommer, na klar. Ich bin ja privilegiert, ich muss ja nicht wirklich arbeiten. Die kannten Süßwasserquellen. Und teilweise sind die Süßwasserquellen so stark, dass das Wasser bis hoch an die Oberfläche geht. Und im Mittelmeer zum Beispiel oder auch in Arabien konnten dann die Schiffe anhand diesen Süßwasserblasen, die es an der Meeresoberfläche gibt, konnten die sich mit Wasser zu versorgen. Alexander von Humboldt hat das zum Beispiel auch gemacht vor Kuba.
Marion Jegen ist Wissenschaftlerin am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Die Geophysikerin leitet ein Team, das sich auf Ja, exakt. 2010 hat, wie hieß sie, Marlow? Diese Frau? Jedenfalls die hat sich bei der UN dafür eingesetzt, dass Trinkwasser ein Menschenrecht ist. Sonst hätten wir jetzt schon Stock Market Exchange für Trinkwasser. Elektromagnetische Messmethoden spezialisiert hat. Im Gegensatz zur Hubschrauberantenne der Kollegen in Niedersachsen ist das Herzstück ihrer Arbeit Unterwassereinsatz, genannt das Schwein, da einer seiner Vorgänger ursprünglich rosa lackiert war. Im Inneren steckt eine hochkomplexe Elektronik, die hier am Institut entwickelt und gebaut wurde. Das Schwein sendet elektromagnetische Wellen in den Untergrund. Je nach Leitfähigkeit des Bodens verändern sich die Signale. Diese Veränderungen können gemessen werden und lassen so Rückschlüsse über mögliche Süßwasservorkommen im Meeresboden. Das ist das Schöne an dieser Doku ist, dass sie die Messtechnik immer erklären, ne? Also es ging ja gleich los mit diesem Typen, der einfach nur erklärt, wie sie diese Stange in den Boden stecken und dann diese triviale Sache mit dem Schneestand sozusagen, Differenz bilden und so, ne? Und aber sie erklären auch alle anderen Messtechniken irgendwie mehr oder weniger, ne? Das ist gar nicht schlecht. Hinzu. Am Ende der Expedition wird das robuste Gerät insgesamt 50 Kilometer am Ozeanboden zurückgelegt haben. Doch die elektromagnetischen Messungen mit dem Schwein sind nur ein Bestandteil. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben verschiedene technisch sehr anspruchsvolle Experimente an Bord. Durch Wasserproben in verschiedenen Tiefen bestimmen sie zum Beispiel Salzgehaltprofile. Die Experimente an Bord laufen rund um die Uhr und die Teams arbeiten im Schichtbetrieb. Ob es sich lohnt, Trinkwasser zu chartern? Nein. Aber ich denke, was sich lohnt, ist, Grund und Boden zu kaufen, auf dem Wasserquellen oder Flüsse sind, von denen man ausgeht, dass sie auch in 100 Jahren noch existieren. Ein Überblick über die geologische Struktur des Untergrunds kommen seismische Geräte zum Einsatz. Hier werden akustische Signale in den Untergrund gesendet, um aus deren Echo Rückschlüsse über die Art der Sedimente und Gesteine zu ziehen. Sedimentkerne helfen schließlich dabei, das Bild zu vervollständigen und die zuvor erarbeiteten Modelle zu überprüfen und anzupassen. Gerade auf diesen Sedimentkernen ruht große Hoffnung, denn sie könnten den direkten Nachweis von Süßwasserquellen liefern. Der Untergrund vor Malta erweist sich allerdings als schwierig, denn der kalkhaltige Meeresboden ist extrem hart. Nur 14 Sedimentkerne können heil an Bord geschafft werden. Vorsichtig werden die Kerne vorbereitet. Erst in Kiel wird das Team versuchen, mögliche Süßwasserspuren in den Sedimenten nachzuweisen. Schließlich kommt der heikelste Teil der Mission. Das Schwein wird für die elektromagnetischen Messungen vorbereitet. Die gesamte Apparatur aus Sender und Empfänger hängt an einem Kabel, das knapp 1 Kilometer lang ist. Wir suchen nicht nur natürlich an einer Stelle nach Grundwasser, sondern wollen den ganzen Meeresboden nach Grundwasservorkommen absuchen. Und was wir machen, wir fahren dann verschiedene Profile entlang. Also ich denke, Sea-Watch muss sich solche Schiffe besorgen, ne? Mit Physikern drauf und so Geologen und so, die einfach den Boden offiziell, also die da einfach Messungen machen. For Science. Und dann natürlich die ganzen Flüchtlinge retten nebenbei. Weil das ist ja ein Riesenschiff da, was sie da haben. Und wir bringen dann das ganze Gerät, also erst die Empfänger und nachher zum Schluss das Schwein, das recht schwer ist, runter auf den Meeresboden und ziehen das dann entlang des Meeresbodens. Und wir kriegen damit ungefähr 2 Kilometer Profil pro Stunde gefahren. Welche Relevanz die Forschung hat,
zeigen die immensen Mengen, die vermutet werden. Das Volumen des globalen Offshore-Süßwassers wird auf 1 Million Kubikkilometer geschätzt. Doppelt so viel wie das Wasser des Schwarzen Meeres. Der Anstoß für die Expedition kam von Forschenden der Universität Malta. Sie schufen die Grundlagen für die internationale Zusammenarbeit. Der kleine Inselstaat südlich Siziliens gehört nicht nur zu den trockensten, sondern auch zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Auf 316 Quadratkilometer kommen 500.000 Einwohner und jährlich etwa 2 Millionen Touristen. Wie viele Küstenländer, zum Beispiel Israel, die Golfstaaten oder Kalifornien, kann Malta nicht annähernd genug Frischwasser aus natürlichen grundwasserführenden Schichten, sogenannten Grundwasserleitern, fördern, um den Bedarf von Tourismus, Industrie und Landwirtschaft zu decken. Just Dark, du brauchst hier keine Kohle ausgeben, um Teil des Clubs zu sein. Auf Malta haben wir keine natürlichen Süßwasservorkommen wie Seen oder Flüsse. Das Grundwasser reicht nicht aus. Wir sind also auf das Meer angewiesen. Vor etwa 40 Jahren haben wir uns für die Umkehrosmose als Technologie entschieden. Und es hat funktioniert. Unsere Anlagen laufen noch sehr effektiv. Wir haben die Technologie weiterentwickelt und verbessert. Unsere drei Anlagen produzieren 60% des Wasserbedarfs der maltesischen Bevölkerung. Die Umkehrosmose funktioniert nach einem einfachen, aber im Detail ausgeklügelten mechanischen Prinzip. Meerwasser wird mit hohem Druck durch spezielle Membranen gepresst. Zurück bleiben Salz und andere Mineralstoffe. Dem so gewonnenen Wasser müssen die Mineralstoffe danach wieder zugeführt werden, um es für den Menschen genießbar zu machen. Weltweit sind knapp 15.000 Wasserentsalzungsanlagen im Einsatz. In Küstennähe sind sie eine bewährte Technologie, wenn Trinkwasser fehlt. Allerdings verbrauchen sie sehr viel Energie. Und zurück bleibt eine konzentrierte und teilweise belastete Salzlauge, die in der Regel einfach wieder zurück ins Meer geleitet wird, für deren Entsorgung die Forschung aber nach Lösungen sucht. Malta hat seine drei Anlagen strategisch um die Insel verteilt. Die größte Gefahr ist natürlich das Meer hier hinter mir. Denn das ist die Quelle für unser Trinkwasser. Eine Ölpest etwa könnte eine Gefahr sein. Aber wir haben vorgesorgt und entnehmen Wasser aus mehreren Metern Tiefe. Das macht uns das Leben viel einfacher, denn das Öl würde ja auf der Wasseroberfläche bleiben. Das gibt uns also Sicherheit. Und wenn es eine größere Ölverschmutzung geben sollte, dann haben wir einen Notfallplan, um Trinkwasser von einem Reservoir zum anderen umzuleiten, bis die Situation geklärt ist. Die Meerwasserentsalzung ist die Lebensversicherung der Insel. Die heutigen Anlagen sind so dimensioniert, dass sie den Trinkwasserbedarf auch noch in 20 Jahren decken können. Wenn die Energiekosten im Rahmen bleiben. Denn um hier Wasser zu gewinnen, wird 10-mal so viel Energie benötigt wie an anderen Orten, die natürliche Wasserressourcen nutzen können. Was Auswirkungen auf den Preis hat. Zukünftig wird die Aufbereitung der Abfallprodukte und die effizientere Energieversorgung der Anlagen eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft sein. Doch die Problematik der Wasserversorgung ist hier nicht neu. Schon seit Beginn der Besiedlung ist klar, dass ein Überleben auf der strategisch wichtigen Insel nur möglich ist, wenn man die Wasserversorgung technisch löst. Keith Buhaja, Archäologe der Universität Malta, ist Spezialist für antikes und mittelalterliches Wassermanagement. Mit einem internationalen Team hat er alle bisher bekannten antiken Zisternen der Insel in einem Forschungsprojekt erfasst. Die Region ist seit jeher komplett auf Regenfälle angewiesen. Also um so viel Regenwasser aufzufangen, wie tatsächlich für alle Aktivitäten gebraucht wurde, musste man diese riesige Zisterne in die Landschaft graben. Und diese Zisterne ist schon alleine deswegen besonders,
weil sie ungefähr aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammen. Vielleicht sogar noch etwas früher, zu einer Zeit, als Malta unter phönizischem Einfluss stand. Vor ungefähr 3000 Jahren kam das Seefahrervolk aus dem heutigen Libanon nach Malta und brachte sein wertvolles Wasserwissen mit. Könnten Ansätze aus der Antike auch Lösungsmodelle für die Gegenwart sein? Es ist heute sogar noch wichtiger, jeden Tropfen Regenwasser aufzufangen, besonders im Hinblick auf den Klimawandel. Das ist also eine Lektion, die wir lernen müssen. Jeder Hohlraum im Erdreich, der einst als Zisterne angelegt wurde, sollte wieder funktionsfähig gemacht werden, damit wir wieder Regenwasser sammeln können. Ja, wir müssen alle nur dazu wissen, dass seit neuestem das Regenwasser auch giftig ist. Weltweit. Im Süden Maltas gibt es keine wasserführenden Grundwasserschichten. Anders sieht es im Norden und Westen aus. Hier verbreitet sich im Mittelalter eine Technik, die über Persien und Sizilien nach Malta kommt. Polkappen vom Mars schmelzen und das Wasser auf die Erde holen, klingt richtig gut. Die mittelalterlichen Baumeister graben Tunnel auf Höhe der Grundwasserleiter, um den natürlichen Wasserspeicher anzuzapfen. Keith Buhaja interessiert die Bandbreite der historischen Wasserbauten auf Malta. Von prähistorischen Wasserlöchern, den Zisternen der römisch-phönizischen Zeit, bis zu den unterirdischen Kanälen des Mittelalters. Mehr als 80 davon hat er bereits erkundet. Hier hat man blauen Ton. Das ist eine undurchlässige Lehmschicht. Das Wasser sammelt sich darüber an und bildet so eine Grundwasserschicht. Gräbt man nun diese Schicht oberhalb der Lehmschicht zum Tunnel aus, fängt man Wasser für mehrere Jahre ab. Dieses System an Stollen, die die Felder unter uns speisten, sorgte für eine mehrjährige Versorgung der Landwirtschaft. Dieses Gebiet kann aufgrund der Stollen den Anbau der Pflanzen bis weit in die Sommermonate hinein gewährleisten. So kann man dreimal im Jahr ernten. Drei statt nur zwei Ernten. Die in den Stein getriebenen Wasserspeicher besitzen eine Funktion, die gerade in Zeiten des Klimawandels und damit einhergehender Wetterturbulenzen entscheidend sein könnte. Die Bearbeitungsspuren der mittelalterlichen Handwerker sind immer noch zu sehen. Die meisten dieser Stollen werden nicht mehr genutzt, könnten aber durchaus wieder funktionsfähig gemacht werden. Der große Vorteil dieser Systeme ist, dass diese Wasserspeicher auch nach 3 bis 6 Jahren ohne bemerkenswerten Niederschlag noch funktionierten. Sie ermöglichten den Beginn der Landwirtschaft. Also ich glaube, dass es gute Gründe für mehr Forschung zu solchen Systemen gibt. Damit könnte Malta in Zukunft ausgedehnte Dürreperioden abfedern. Als die Tunnel im späten Mittelalter in die Hänge getrieben wurden, lebten nicht einmal 20.000 Menschen auf Malta. Heute sind es eine 500.000. Eine Enge mit Folgen. Die extreme Versiegelung von Böden, die wir zurzeit haben, die führt eben zum einen dazu, dass wenn es Starkregenereignisse gibt, dann kommt es sofort zu dramatischen Überschwemmungen, was nicht der Fall wäre, wenn man halt offenere Böden hätte, wo das Wasser versickern kann. Eine der wichtigsten Anpassungsmaßnahmen, die wir machen müssen, ist eben mehr Grünflächen und weniger versiegelte Böden überall.
Bereits die Inka- und Vor-Inka-Kulturen in Südamerika wussten die unterschiedliche Beschaffenheit von Böden zur Wasserversorgung zu nutzen. Dieses alte Wissen war kurz davor in Vergessenheit zu geraten. Doch nun ist man dabei, mit neu erwachtem Interesse auf den Erfahrungsschatz der Ureinwohner zu blicken. In der Hauptstadt Perus leben knapp 10 Millionen Menschen. Lima ist hinter Kairo die zweitgrößte Wüstenstadt der Welt. Und fast ausschließlich darauf angewiesen, dass seine Flüsse und Wasserspeicher durch Gletscherwasser und die starken Niederschläge während der Regenzeit aufgefüllt werden. Die Trockenzeit dauert hier zwischen 7 und 9 Monaten. Dazu kommt, dass die Trockenphasen durch den Klimawandel immer länger und heftiger werden. Nur dank teurer, sogenannter grauer Infrastruktur mit Staudämmen, Kanälen und Wasserreservoirs aus Beton schafft es Lima noch, die Trockenheit zu überstehen. Holsten alkoholfrei. Nun hat aber reaktivieren über 2 Gramm Zucker. Technik, ist nicht so die lecker. Die Vorgänger der Inka vor 1400 Jahren in den Bergen über der Hauptstadt installiert hat. Das Jever von gestern war leckerer. Aus natürlichen Bachläufen in den Bergen zweigen schmale, aus Felsgestein erbaute Kanäle Wasser ab. Das Prinzip der sogenannten Amunas ist einfach. Ja, ich finde es auch total kacke, dass das Jever auf Han heißt, aber was soll man machen? Amunas sind prähispanische Infrastrukturen, deren Aufgabe es ist, überschüssiges Wasser aufzunehmen, egal ob es aus einer Schlucht oder einem Fluss kommt. Dieses Wasser wird nach Niederschlägen in den hochgelegenen Regionen gezielt in zuvor ausgesuchte Gebiete umgeleitet, wo vorab der Felsen aufgestemmt wurde oder wo... Na, also diese Installationen, die wir jetzt immer so sehen, von wegen, ja, wir müssen jetzt, weil die Gletscher jetzt verschwinden, haben wir diese Kapazitäten nicht mehr mit dem Wasserspeicher und so, vom Winter in den Sommer rein. Deswegen müssen wir jetzt artifiziell selber welche bauen, zum Beispiel Stauseen und so. Das erinnert mich schon stark an diese Scheißvision, dass wir irgendwann anfangen, per Hand die Pflanzen zu bestäuben. Ne? Schade. Es bereits einen porösen, besonders durchlässigen Untergrund gibt. Während der Regenzeit rauscht das Wasser dann nicht mehr ungebremst in die Täler, um dort in reißenden Flüssen Richtung Meer zu fließen, sondern wird umgeleitet und kann weiträumig und langsam versickern. Die ursprünglichen Konstrukteure dieser Kanäle hatten schon vor über 1400 Jahren ein profundes Wissen über die Geologie ihrer Region. Die Amunas speisen ganz gezielt wasserführende Schichten im Untergrund, die dann, oft Kilometer entfernt, als Quellen ans Tageslicht treten. Der Weg des Wassers dauert im unterschiedlichen Untergrund Wochen und sogar Monate und speichert so das kostbare Gut über lange Zeiträume, bis weit in die Trockenzeiten hinein. Nach die Babsi. Eine Forschungsgruppe des Imperial College London will herausfinden, ob sich der Erfahrungsschatz der indigenen Bergvölker mit Messungen belegen lässt. In ihrem Amateurvideomaterial sieht man nicht nur die Wassermengen, die während der Regenzeit die Hänge hinabrauschen. In einem groß angelegten Feldversuch schütten sie einen abbaubaren Farbstoff in die Kanäle, um so später belegen zu können, wo das hier umgeleitete Wasser als Grundwasser in Quellen wieder zutage tritt. Das erstaunliche Ergebnis: Das Wasser ist noch bis zu 8 Monate später genau dort nachweisbar, wo es vorausgesagt wurde. In teilweise weit entfernten Quellen. Die Bewohner einiger Andendörfer treiben nun mit Unterstützung lokaler Umweltinitiativen den Ausbau der Amunas voran. Ich bin sehr glücklich, nach so langer Zeit dieses gute Werk unserer Vorfahren wiederherzustellen, das sie gemacht haben. Das Wissen der Vor-Inka-Kulturen findet durch die Forschungsergebnisse des Imperial College London weltweit Beachtung. Das Wasser wird uns helfen, bessere Produkte zu erhalten, eine bessere Ernte zu erzielen und sie auch besser. Ja, und das ist schon wieder so ein Fall, wo sozusagen, ja, die Kulturen von irgendwelchen Naturvölkern
im Prinzip die besseren Lösungen darbieten. Und der sogenannte Scientismus oder der Solutionismus eigentlich einpacken kann, ne? Weil der ist natürlich kapitalgetrieben. Ob das jetzt wissenschaftliche Methode hat oder nicht, spielt keine Rolle, weil es durch Herrschaft und Wettbewerb bestimmt ist. Besser zu verkaufen. Letztlich ein bisschen mehr Gewinn dabei zu machen. Inzwischen gehen die Überlegungen dahin, das Prinzip der Amonas auch größer dimensioniert zu planen. Eine Hallo, auf heutige Bedürfnisse ausgerichtete Umsetzung dieser Technologie könnte die verfügbare Wassermenge der Millionenstadt Lima in der Trockenzeit um mehr als ein Drittel erhöhen. Seit Anbeginn der Zivilisation haben Menschen technische und bauliche Erfindungen gemacht und umgesetzt, um das lebenswichtige Wassermanagement zu optimieren. Oft mit großem Erfolg, gerade in der Neuzeit aber auch oft mit bedenklichen Auswirkungen. Die Ochsenweide im norddeutschen Ostfriesland, nicht weit von der Nordseeküste entfernt. Was nach unberührter Natur aussieht, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Anstrengungen. Denn die ursprüngliche Landschaft wurde durch den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ausradiert. Mhm. Ja, Renaturisierung und Moore sind wichtig, ne? Ohne die schaffen wir es sowieso nicht. Wir brauchen Renaturisierung von Mooren. Sonst schwemmt uns der ganze Boden weg, ne? Und wir können die benutzen, um Moos und so einen Scheiß zu harvesten von denen. Und das wieder einzubringen in den Kreislauf. Die Wiedervernässungsprojekte stehen für einen Sinneswandel in der Bevölkerung. Denn seit Menschen hier siedeln, gab es immer nur ein Ziel: das Wasser zurückdrängen. Sei es durch die Trockenlegung der Sümpfe für die landwirtschaftliche Nutzung oder mit Dämmen gegen die Fluten des Meeres. Wenn man hier früher in Norddeutschland den blanken Hans zum Feind erklärt hat, dann war das sicherlich zu Recht. Hat Land weggerissen, hat viele Leben gekostet hier und das Wasser war der Feind Nummer eins. Das war die Identität in Ostfriesland schlechthin. Der Kampf gegen das Wasser. Und uns steht jetzt vielleicht eine ganz andere Perspektive bevor. Forschungsprojekte wie die Wiedervernässung der Ochsenweide brauchen einen langen Atem und blicken mit ihren Konsequenzen weit in die Zukunft. An Bord des Forschungsschiffs Sonne haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, GEOMAR, ihre Messfahrten inzwischen abgeschlossen. Nach fast 7 Wochen erreicht die Sonne im Oktober 2020 wieder ihren Heimathafen Emden. Jetzt beginnt die Auswertung der Daten und Proben. In Kiel lagern 30.000 Sedimentkerne aus aller Welt. Ein kostbares Archiv unseres Untergrunds und des Weltklimas. Von jedem Bohrkern wird nur eine Hälfte für weitere Untersuchungen freigegeben. Die zweite Hälfte bleibt als Referenz zukünftigen Generationen vorbehalten. Der Geophysiker Christian Berndt leitet am GEOMAR die Forschungseinheit Marine Geodynamik und war als Fahrtleiter verantwortlich für die Expedition nach Malta. Noch ist die genaue Analyse der Sedimentproben nicht abgeschlossen, aber es gibt erste Erkenntnisse zu möglichem Süßwasser im Untergrund. Was wir nicht gefunden haben während der Ausfahrt, sind Stellen, wo Grundwasser austritt auf See. Es gibt sowas, wenn man jetzt global guckt, tatsächlich Stellen, wo kleine Quellen von Frischwasser am Meeresboden sind. Und sowas haben wir nicht gefunden. Und wir haben sehr genau geguckt mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Und wenn es die gegeben hätte, dann
hätten wir die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gefunden. Und das ist halt so, dass das Grundwasser in Malta wirklich im Untergrund drin gefangen ist, nicht? Und nicht durchströmt. Wenn kein Süßwasser ausströmt, muss das nicht heißen, dass es keines gibt. Es kann auch in abgeschlossenen Blasen vorhanden sein. Also im Augenblick wissen wir noch nicht genug über diese Grundwasservorkommen im Meeresboden. Wir fangen ja wirklich gerade erst an, die mit unseren Methoden überhaupt wirklich finden und nachweisen zu können. Also es kann sein, dass diese Grundwasserkörper nicht mehr mit dem Land verbunden sind. Das heißt, die würden dann durch das Salzwasser, was die umgibt, sowieso irgendwann versalzen. Aber es kann natürlich gut auch sein, dass diese Grundwasserkörper noch mit dem Land verbunden sind. Das heißt, dass sie vom Land aus nachgefüllt werden. Und, aber diese ganze Dynamik, die versteht man noch nicht. Und das ist also auch ein Hauptaugenmerk in unserem Projekt, ist zu versuchen, diese Dynamik zu verstehen, um zu gucken, ob man die eventuell nachhaltig nutzen kann. Nachhaltigkeit ist das große Thema für die Zukunft Theodor der Wasserversorgung. Theodor Bernhard, wo bist du der hier? Der Schutz und die Erhaltung des Trinkwassers schwierig. Ist nicht nur schwierig eine ökologische Herausforderung. Friederike Otto beschäftigt sich noch mit einem anderen Aspekt. Trinkwasser und eben der knappere Zugang zu Frischwasser ist eine der wesentlichen Folgen, die der Klimawandel auf unsere Sozialsysteme hat. Also zum Beispiel in Deutschland wird ganz viel über Dürre geredet und über die Forstwirtschaft. Aber dass das eben auch Konsequenzen dafür hat, wie teuer Trinkwasser vielleicht oder Frischwasser in bestimmten Städten oder Gegenden wird und damit eben auf Lebenshaltungskosten von Menschen Einfluss hat, darüber wird gar nicht geredet. Und das ist eben nicht nur, dass der Klimawandel von armen Menschen in Ostafrika bezahlt wird, denen natürlich auch, sondern eben auch von armen Menschen in Europa. Forschen, verstehen und die richtigen Konsequenzen ziehen. Es ist nicht so, dass alles verloren wäre. Also auch für die Gletscher in den Alpen. Also es kommt darauf an, was wir jetzt tun werden. Handeln können alle. Sorgsamer Umgang mit der Ressource Wasser lässt sich auf vielen Ebenen umsetzen. Tja, aber wir haben ja immer noch so BASF und so. Das heißt aber auch, dass wir uns wirklich mit den anderen Disziplinen auseinandersetzen müssen, sehr eng miteinander arbeiten müssen, um zu gucken, wie wir die Sachen, die Puzzleteile dann auch zusammenfügen können. Und das ist natürlich auch spannend für uns. Darüber habe ich schon gesprochen, ne? Dass die Grauzonen zwischen diesen Wissenschaften, weil die ja so schön fein säuberlich versucht werden, immer voneinander zu trennen, dass man da ganz wenig Synergieeffekte auch auf dem akademischen Level hat. Weil die unterschiedliche Sprachen sprechen und alles, was emergent sozusagen durch beide beschrieben werden müsste, ist besonders schwierig zu erschließen. Für unser Leben als Wissenschaftler. Das Versiegen unserer Quellen zu verhindern, ist eine Herausforderung für die ganze Weltgemeinschaft. So, jetzt ist 2:30. Hier ist noch ein Schluck drin. Ich hole mir noch ein Bier und dann machen wir noch ein bisschen Dr. Morph und dann hauen wir rein, okay? Ja, Weltgemeinschaft ist ein schönes Menschenfamilie, genau. Das sind alles so wohlklingende Sachen, ne? Die wir nicht beobachten können. Aber es ist ein Grenzwert, gegen den wir gerne konvergieren. Affe mit DSL. So, jetzt mal Revolution. Naja, guck mal. Ich argumentiere ja eigentlich damit, dass es ein kultureller Prozess ist, der über Generationen geht, ne?
dadurch, dass wir 30 Jahre verschwendet haben und immer noch über fundamentale Sachen streiten, wie zum Beispiel, gibt es das und das? Sind das Effekte, die existieren, oder hat die AfD recht oder so? Und solange wie wir Leuten zuhören, die Müll labern, wie Hans-Werner Sinn und so, und nicht anerkennen, dass VWL eine esoterische Sekte ist, solange wird es schwierig. Das heißt, meine Prognose ist, wir gehen in den Faschismus rein, die Gesellschaft wird riesig leiden, wir machen richtig viel Schaden, den wir nicht mehr reparieren können, das Artensterben wird nicht aufzuhalten sein, und daraus wird die Menschheit lernen. Aber an dem Schaden, der wird stattfinden, ne? Und der wird richtig dolle. Mein Vorschlag ist natürlich sozusagen Aufklärung zu betreiben und dadurch eine Revolution emergieren zu lassen auf der Skala von mehreren Generationen. Wir hatten die Chance da, zumindest hier lokal in Deutschland wäre das kein Problem gewesen. Entspricht aber nicht Kapitalinteressen, deswegen wurde es nicht gemacht. Ja, Affe mit DSL, ich empfehle dir auf jeden Fall folgendes Video. Eins der ersten hier auf meinem Kanal. Das solltest du kennen. Das Problem mit der Hoffnung. Denn man muss sich von bestimmten Konzepten verabschieden, bevor man Fortschritt machen kann. Aber kann doch nicht sein, dass auf akademischem Level keine Synergie herrscht und man aber gleichzeitig als Nicht-Akademiker durch YouTube und ÖRR ständig gezeigt bekommt, wo die Probleme sind und welche Lösungen es gibt. Naja, Raffi, so meinte ich das nicht, ne? Das Problem ist tatsächlich eher, dass du... Also gerade bei so Klimawissenschaften ist das schon da. Da hast du interdisziplinäre Sachen, hast du schon da. Aber... ich meine vor allem, dass eher als Disziplin der Bildung, dass Leute tatsächlich viel zu lange disjunkte Teilmengen lernen. Das geht in der Schule schon los. Physik ist getrennt von Mathematik, ist getrennt von Philosophie, ist getrennt von auch Deutschunterricht, ist getrennt von ja, Sozialkunde. Die sind alle untereinander getrennt voneinander. Das darf überhaupt nicht sein. Also ich finde das Montessori-Konzept zum Beispiel viel besser. Wo man sich an einem Problem entlang kangelt und dann dadurch was lernt. Weil man dann automatisch interdisziplinär was macht. Moor, verhalten sich Teilchen im Raum wie Fische im Wasser oder wie Wellen im Wasser? Weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Teilchen im Raum befinden sich in keinem Medium. Das würde schon mal die Fische mit dem Wasser und den Teilchen im Raum unterscheiden. Wellen im Wasser hingegen. Wellen im Wasser. Kommt drauf an, was du damit meinst. Meistens meint man damit Oberflächeneffekte, also sowas wie Höhenstand des Wassers. Der emergiert ja durch das Wasser erst. Die sind nicht im Wasser drin. Und haben demzufolge auch überhaupt nichts mit Teilchen im Raum zu tun. Teilchen ist ein abstraktes Konzept. Beziehungsweise gibt es ein quantenmechanisches Modell für Teilchen. Aber das hat nichts damit zu tun. Das sind unterschiedliche Dinge. Ob ich mal mit jüngeren, unvernünftigen Anarchisten reden wollen würde? Keine Ahnung. Ich denke halt, das Problem, wenn man nicht genau verstanden hat, wie das System funktioniert, was die Probleme verursacht, die wir beobachten können, dann kann man auch nach einer blutigen Revolution nichts besser machen, sondern wird die gleichen Fehler reproduzieren, die uns dahin gebracht haben. Thank you.